grüße Sie auch nochmal herzlich. Ich werde mich bemühen, das, was Markus Lauber versprochen hat, zu tun, nämlich Sie ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, es funktioniert. Ich gebe mein Bestes. Das Thema meines Vortrages ist, woran messen wir uns in Zukunft? Also was sind eigentlich Trends und Herausforderungen der Messebranche? Das ist ja ein Thema, womit sich das Zukunftslabor CREALab mit der Messe Luzern schon seit längerer Zeit auseinandersetzt. Wir haben schon gemeinsame Projekte gemacht, wir haben schon geguckt, was ist der Messestand der Zukunft zum Beispiel. Und immer wieder auch Veranstaltungen hier durchgeführt. Das heißt, das Thema, was ist Messe der Zukunft, wo müssen sie sich hinentwickeln, auch vor dem Hintergrund von den aktuellen Megatrends, die es gibt. Das finde ich ein ganz spannendes und auch deshalb, weil es inhaltlich und intellektuell berühmte Report über Szenarios for the Future sagt, was man machen muss, ist eine Erfahrung kreieren, die die Leute, die die Besucher woanders nicht kriegen können. Also wenn man diese 10x10 Sitzreihen hat, und das würde hier nie passieren, wir haben 7x14, und wenn es dann irgendwie noch so ein Vergangenheits-, irgendwie angestaubtes Gefühl hat und es gibt keine Überraschung und man kann dieselbe Information auch woanders finden, dann, that spells trouble, also dann kriegt man ein Problem. Was die Teilnehmer heute wollen, ist, sie wollen unterhalten werden und sie wollen so eine Wow-Experience. Das Wow, die Frage ist, wie kriegen sie das Wow hin? Das ist die Kernfrage, mit der ich Sie gerne aus dieser Keynote entlassen würde. Was ist diese Wow-Experience für Ihre Veranstaltung, und zwar für jede einzelne Messe, die Sie durchführen? Das wäre es jetzt von mir. Was immer am wichtigsten ist, ist, dass Sie dabei sind, dass Sie aufmerksam zuhören, dass ich Sie vielleicht tatsächlich inspirieren konnte. Und deshalb bedanke ich mich jetzt am meisten für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, vielen Dank.